Ich glaube, der Jay hat gerade wieder einen Flachwitz abgelassen. Laut dem Zirpen zu urteilen schon. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Spintires. Ja, nach einer langen Zeit mal wieder. Ich habe gedacht, ich bringe mal einfach statt LS mal ein bisschen Spintires wieder. Denn es kam eine neue Map raus und zwar Flut. Wir haben die gemacht, wir haben die gemacht, wir haben die hier versucht und wir haben die hier gemacht. Vulcan würde ich ganz gerne machen. Ich frage mich jetzt aber, ob ich zuerst Flut oder zuerst Vulcan machen soll. Das ist eine verdammt gute Frage. Bin natürlich schon auf die neue Map gespannt. Ach komm, ohne Spaß. Vulcan kann warten. So, der Truck moved down. Du kannst skip time. Defloc doesn't damage truck. Okay, ja, wir spielen wieder Gelegenheitsspiel und starten das Spiel. So. Los geht's. Ich habe diese Map übrigens noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung. Also. Vor allen Dingen habe ich dieses Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Das heißt, ich habe keine Ahnung, ob hier irgendwas Neues ist. Effektlautstärke, denke ich, ist okay. Die Helligkeit. Ja, komm. Können wir mal ein bisschen runterdrehen und den Kontrast ein bisschen höher. Oder? Warte mal. So, Moment mal. Wie ist es denn besser? So. So. Ja, dann so, ne? Ich meine, Gamma ist ja immer so gemacht, ne? Guck mal, wie es so rum aussieht. Ne, so rum sieht es blöd aus. Gamma, müsst ihr euch vorstellen, ist ja eine Mischung aus Kontrast und Helligkeit. Nämlich, wenn die Helligkeit niedriger wird, wird der Kontrast ein bisschen höher gestellt. Damit die Farben ausgeglichen aussehen. So. So denke ich, sollte es ganz gut aussehen. Ja. Bewegungsunschärfe ist ja gut so, dass er nicht an ist. So. Ja. Gut, also wie ihr sehen könnt, wir haben hier gerade einen richtig fetten Anhänger angeschlossen. Oder angekuppelt. So, wie geht denn das jetzt hier nochmal? Boah. Differentialsperre an, Allrad an. Handbremse natürlich auch noch ausmachen. Ja, Siggi, Junge. Boah, ohne Spaß, was ist denn das eigentlich für ein Gefährt? Ich habe gerade keine Ahnung. Anhänger abstellen. Okay. Wir gucken mal gerade, was ist denn das hier für ein. Das ist ein neuer. Den kenne ich noch gar nicht. Krass. Ja. Ich frage mich auch, was wir hier jetzt für einen Anhänger hinten dran haben. Den kenne ich nämlich auch noch so überhaupt nicht. Und ich denke, unser Ziel ist es. Ja, erstmal eine Werkstatt freizuschalten. Und zwar da oben. Deswegen hier auch der ganze, ja, Aufstand, sage ich jetzt mal. Von wegen hier Kraftstoff und allem. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir das auch packen. Auf jeden Fall haben wir ein neues Fahrzeug. So, Handbremse machen wir aus. So. Ja, ich habe das Spiel schon extrem lange nicht mehr angerührt. Also ich habe wirklich null Ahnung. Vor allen Dingen habe ich gar keine Ahnung, was das für ein Fahrzeug ist. Das scheint wohl neu dazugekommen zu sein. Anhänger lösen, okay. Aber das sind, glaube ich, einfach zwei Werkstattanhänger. Oder wie ist das? Fahrzeug wechseln, Anhänger lösen. Keine Ahnung. Ist ja auch erstmal egal. Wir haben auf jeden Fall nur zwei Fahrzeuge. Also, das ist genau dasselbe Fahrzeug, nur in einer anderen Farbe. Finde ich aber cool, dass es das jetzt mal in einer anderen Farbe gibt. Ja. So,
Also, das Ziel ist, hier oben. Ich mache einfach mal hier mir ein paar Wegpunkte. Ich weiß nicht, wie ich hier fahren soll. Ich fahre einfach hier irgendwie und versuche dann da hoch und dann da und dann zur Werkstatt. Irgendwie so probiere ich das jetzt. Irgendwie so. Irgendwie machen wir das schon. So. Ja gut, und hier ist alles überflutet. Deswegen heißt die Map wahrscheinlich auch Flut. Überflutung. Ich hoffe einfach mal, das ist nicht ganz so tief. Ja, locker easy, ey. Gar kein Problem hier. Das Wasser sieht extrem viel hübscher aus als noch vor kurzem. Ich habe insgesamt das Gefühl, dass das Spiel eine leichte grafische Verbesserung hinter sich hat. Aber es sah noch nie scheiße aus, ja. Also, da konnte man eigentlich schon nie meckern bei dem Spiel. Besonders halt die Special Effects waren ja echt erste Sahne. Na komm. Ah ja, Windenziehpunkt, okay. Ich frag mich zwar, was der jetzt ziehen soll. Okay, geht gut. So. Alles klar. Das kann aber ein bisschen dauern, bis wir dann ankommen. Wenn das so weitergeht. Ich habe mich halt irgendwie beim Dings festgefahren. An dem Baumstamm. So. Boah, Alter, hier alles überflutet ist. Hilfe! So. Also ich kann euch das Spiel immer noch empfehlen, ja. Auch wenn jetzt lange nichts kam. Es lag halt primär damit zusammen, dass LS rauskam. Ich hätte das Spiel auch gerne noch weitergespielt direkt, aber LS kam halt raus und dann wollte ich halt direkt LS rausbringen. Ist ja klar. Weißt du, kamen auch ein paar neue Abonnenten dazu, also hat es sich gelohnt. Und, ja. So, hier ist es jetzt gerade ein bisschen zu tief. Ich hoffe, da kommen wir bald wieder raus. Ja, so langsam sind wir wieder aus dem Bereich draußen, ja. Sehr gut. Ja. So. Dann müssen wir jetzt uns mal hier ein bisschen beeilen, sonst gehen wir hier gleich drauf. Aber macht ja nichts. Wir haben ja noch den Mehrzweckanhänger dabei. So, aber ich denke, jetzt sollten wir es auch eigentlich primär das Schwere hinter uns haben. Oh oh. Hinter uns haben. Boah, dieses Fahrzeug kann aber auch Wasser schlucken, ne? Das ist echt nicht so anfällig für Wasser, wie manch anderes Gefährt. Ja. So. Und Man deckt jetzt auch ein bisschen auf, wenn die Verdeckung noch da ist. Fällt mir gerade mal auf. Finde ich gut. So lohnt es sich, ein bisschen mehr zu erkunden. Oh, jetzt heißt es weiter durchs tiefe Gewässer. Oh, Leute. Das wird extrem eng hier. Aber mit einem anderen Fahrzeug kommt man überhaupt nicht weiter. Also ich meine, das soll ja ein Unimog sein, denke ich mal. Dieses Fahrzeug. Wo
Und es hat schon zu kämpfen mit diesen Wassermengen. Ja. So. Ich hoffe, das schaffen wir auch direkt. Ich könnte mir nämlich auch gut vorstellen, dass wir kurz vorm Ziel abkacken. Vielleicht sollte ich mich an den Baumstämmen orientieren. Vielleicht sagen die mir, wo das Wasser nicht so... Ja, rein theoretisch schon. Rein theoretisch müssten die mir sagen... Oh, da ist eine Flut. Da ist wieder eine Flut. Scheiße. Da geht's wieder tief zur Sache. Da muss ich jetzt so schnell wie möglich durch. Obwohl, hier ist es gar nicht so tief. Na komm, schnell hier durch. Könnte ich das mal ein bisschen Nitro anmachen? Okay, Ende. Gut. Ich würde sagen, wir müssen die Map nochmal neu starten, Leute. Okay, da müssen wir uns doch was anderes überlegen. Dann sollten wir vielleicht doch der Straße folgen. Versuchen, der Straße zu folgen. Nicht hier querfeldein. Tja. Dann zurück ins Hauptmenü. Und dann probieren wir das Ganze noch einmal. So. Spiel starten. Ja, aktueller Spielfortschritt geht dadurch verloren. Ich habe ja auch den Spielfortschritt verkackt. So, mit diesen Sachen müssen wir zurechtkommen. Shit. Das wird echt hart. Ah, das wird echt hart. Das wird echt hart, Leute. So. So. Gut. Probieren wir es noch einmal. Und diesmal folgen wir einfach der Straße. Halt auch der überfluteten Straße. Weil da ist es ja immer einen Ticken höher. Wie ihr hier selber sehen könnt. Hier neben, warte, ich zeig mal kurz mit dem Mauszeiger drauf. Hier neben hier ist ja tiefer. Das heißt, es dürfte rein theoretisch, da wo die Straße ist, dürfte es einen Ticken höher sein. Und das sollte ja schon dann enorm helfen. So, wir gucken uns gerade nochmal die Texturen hier an. Ja. Das geht schon ganz gut, ne? So. Dann gucken wir mal, versuchen wir mal zurück zu verfolgen, wohin die, wo lang die Straße ging, obwohl... Ach so, die Straße hat sich aufgelöst quasi. Ist egal. Wir versuchen erstmal hier drüber. Sonst immer zwischen die Dinger hier retten. So, Moment, so. So, hier dann weiter. Ja, und dann retten wir uns da mal auf die Insel und schalten nochmal den frei. So, wir gucken mal. Ob sich das... Ob das... Oh, hier. Hier ist eine Erhöhung. Hier muss ich langfahren. Ja, warte. So. Gut. Oh, fuck, Leute.
Alter, ey, diese Map fängt schon mal gut an. Finde ich aber toll, dass die Map einen mal von einer Herausforderung setzt, überhaupt richtig anfangen zu können. Finde ich cool. Finde ich cool, Alter. Finde ich cool, mal, wollte ich sagen. So, komm, jetzt geh aus dem scheiß Wasser raus. Du kriegst da voll viel Schaden. Hör jetzt auf, Schaden zu bekommen. Danke. Ah, und da hinten ist nochmal... Oh Gott. Oh shit, Leute. Wir haben aber wenig Schaden genommen. Das heißt, wenn wir uns jetzt klug anstellen, dann kommen wir da ganz schnell durch. So, komm, mach mal hier lose die Winde. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier das hinbekommen. Ja, ja. Ist doch gar nicht so verkehrt hier. Hier ist es sogar ganz hoch. Gerade eigentlich. Ja. Oh, wir driften weg. Das sieht es so aus, ja, und wir driften ein Stückchen weg. So. Boah, das ist echt eine herausfordernde Map, muss man einfach mal sagen. Puh. So. Na, Lust, komm. Das schaffst du jetzt auch noch. Da einmal über das Ding hier drüber. Kein Problem, komm. Die hüpf. So. Ah, fuck. Das ist aber auch alles im Eimer, ey. Oh Gott. Oh, das wird ein Kampf, Leute. Aber umso geiler, wenn wir es dann gepackt haben. Na komm jetzt. Fahr doch! Was ist denn hier los? Achso, ich fahr gegen den Baum. Sagt das doch einer. So. Okay. Boah, hier ist ein Gebiet vom Hochwasser verschont geblieben. Krass. Hätte ich nicht gedacht. So, da. Hier lang und... Da ist Straße. Oh, komm schon auf die Straße. Oh. Jawohl. Gut. Entschuldigung. Fahre ich da jetzt hin? Nee. Könnte ich immer noch machen, wenn ich die Werkstatt freigeschaltet habe.
könnte natürlich jetzt auch ein richtig großer Fehler sein. Ah, guck mal hier. Hier geht die Straße. Hier ging die. Ah, guck mal hier. Ja, guck mal einer da. Hier, dann ging hier so ungefähr die Straße entlang, oder? Was meint ihr? So. Dann hier drüber. Dann hier so lang. Joa, das ergibt doch Sinn. Und dann hier und dann da hoch. Ja. Ich würde sagen, too easy einfach. So. So. Too easy, Leute, ja. Ich sollte mein Maul nicht so aufreißen. Noch haben wir es nicht geschafft. Aber hier ist keine Flut. Hier ist einfach nur überflutet. Aber der Fluss, der diese Flut ausgelöst hat, ist ja schon vorüber. Das heißt, wir sollten jetzt eigentlich nicht nochmal gegen so eine Strömung fahren. Oh, aber warum ist hier das Wasser so tief? Ich kotze ja gleich. Ah, hier geht's wieder.